Wenn man so will, gibt es zwei Arten von Heimen, die für Senioren und die für Kinder. Während erstere sehr oft im Fokus der Presse und der Öffentlichkeit stehen, ist es um die anderen eher ruhig. Geht es um das Wohl der Senioren, wird viel von Qualitätssicherung gesprochen in den Heimen. Bei den Kinderheimen geht es erst einmal darum, einheitliche Qualitätsstandards für Betreuung und Erziehung zu definieren. Der Paritätische Wohlfahrtsverband stellte dieser Tage einen Leitfaden für mehr Lebensqualität in den Kinderheimen vor. Fast 5 Jahre intensiver Arbeit mit zahlreichen, oft auch kontroversen Diskussionen liegen hinter den Autoren des Qualitätshandbuches. Erarbeitet wurde der Leitfaden von der Qualitätsgemeinschaft Hilfen zur Erziehung. Hilfen zur Erziehung, das sind die Hilfen, die ganz intensiv im Bereich der Jugendhilfe Kindern, Jugendlichen und auch Familien Unterstützung in verschiedenen Lebensformen auch anbieten. Und wenn wir sagen, wir brauchen da so ein bisschen Bewegung eben halt auch, und die Qualitätsgemeinschaft Hilfen zur Erziehung hat sich dem Thema, denke ich, vor einigen Jahren hier sehr, sehr gut gestellt innerhalb des Verbandes. Und dazu gehören in der intensiven Debatte, die letztendlich dieses Ergebnis eben halt auch darstellt, verschiedene Vertreter. Vertreter zum Beispiel von Organisationen aus dem Bereich auch der Heimerziehung und der Hilfen zur Erziehung, die über einen längeren Zeitraum an diesem Leitfaden gearbeitet haben und diesen mitentwickelt haben. Unterteilt ist das Handbuch in 25 Kapitel, die alle denkbaren Bereiche der Heimerziehung beschreiben, damit die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen in den Heimen gewährleistet werden kann. Es sind sozusagen die Mindeststandards. Ich denke, es ist mit Sicherheit ein vorläufiger Abschluss, weil das Ringen um Qualität, um Qualitätsentwicklung ist ein ständiger Prozess, eine ständige Herausforderung für alle Akteure, die im Bereich der Jugendhilfe tätig sind. Mir fällt da so ein schönes Wort ein, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, aber man kann das so auf den Punkt bringen, es handelt sich um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, das kann man auch abkürzen, KVP. Schließlich sollen sich die Kinder im Heim von Anfang an wohlfühlen. Um den Bedürfnissen jedes einzelnen Kindes gerecht zu werden, seien gut ausgebildete Fachkräfte erforderlich. Auch für die Jugendämter selbst ist ein Qualitätsmanagement wichtig und das ist oft nicht einfach. In dem Wort Qualität steckt ja auch das Wort Qual. Und genau so ist es eben auch in der Diskussion in den Einrichtungen, wenn wir mit diesen Leitfäden, mit unseren Mitarbeitern dann ins Gespräch kommen und sagen, so, wir wollen eben auch auf diesem Gebiet Qualitätsmanagement in den Einrichtungen was machen. Und die Leitfäden, die uns der Verband, die wir gemeinsam erarbeitet haben, zur Seite gegeben hat, bietet eine gute Grundlage, um auch intern sozusagen die Diskussion zu führen. Was macht uns das so schwer? Ich habe da mal so ein bisschen gelesen und für mich war es ganz nachher sozusagen auch verständlich. Es gibt keinen sozialen Bereich, in dem es einen so hohen Fachkräfteanteil gibt wie im Jugendhilfebereich. Und diese Fachkräfte, die sind natürlich so von ihrer Profession immer sowieso sehr selbstbestimmt handeln wollen. Ja? Also das meine ich wirklich nicht abwertend, aber in einem, wo also so Leitfäden oder Qualitätsmanagement existiert, wo man genau sagt, also du musst so und so handeln, und da sind nicht nur also Leute, die auch gerne sozusagen sich an etwas langhangeln, das fällt uns im Bereich der Erziehungshilfen doch schwerer. Da sind viele Menschen, die von sich aus sozusagen immer in Anspruch nehmen, ich weiß sowieso besser, wie es geht. Und schon allein deshalb sind eindeutige Standards wichtig. Ämter und Einrichtungen sind mit den Leitfäden gut aufgestellt für die Zukunft.